Liebe Leute, willkommen zurück beim Team Jimmy Jewel. Wir spielen immer noch SAO Hollow Realization und wenn ihr die letzte Folge gesehen habt, dann erinnert ihr euch vielleicht an, wie soll ich es beschreiben, diesen Scheiß. Die Suche, die ereignislose Suche nach etwas, was ich nicht finde. Was das Wort Suche eigentlich schon impliziert, aber naja, wir machen es uns heute einfach. Spektral, was? Halt's Maul, geh weg und aus dem Weg hier. Hasse. Diese Map, die nervt mich irgendwie. Da ist Magma, da kannst du nicht lang. Da ist noch irgendwas, da kannst du auch nicht lang. Und da ist noch irgendwas, da kannst du auch nicht lang. Das ist aber nicht vorbei. Das, ja, das befürchte ich leider auch. Kontextbasiert würde ich jetzt erstmal ja sagen, aber ich habe Aufseher, Chef Sisberg, Manager Ilbert. Welcher fehlt mir jetzt noch? Aufseher. Oh, ich jetzt echt da unten wieder hinlatschen, nur würde ich. So, ich wollte doch da zum Turm. Ich habe nicht die. Chef des Labors. Aufseher hast du gehabt. Ach, warte mal. Okay. Weiter runter geht's nicht. Irgendeinen Scheiß fehlt mir noch. Erstmal suchen da. Wait. Diese Suche ist auch nur so mittelmäßig befriedigend. Hier war ich auch schon. Wahrscheinlich. War doch gerade irgendwas. Nicht das Schiff mit Sicherheit, aber. Bestienzahn, ja, den kannst du dir mal gepflegt einschieben und juckt. Kann ich echt nur in. Da sind zwei Türme. Und ich kann in zwei Türmen gucken, ob da irgendwas ist. Nein, sagt mir, nein, hier ist nichts. Lecker, Mahlzeit. Ich habe nur kurz den Apfeltaschen mitgenommen. Ah, okay. Ja, hm? Warum nicht? Weil das ein absolut dummer Spruch ist. Ja, und ich weiß auch nicht, was die Leute gegen die Apfeltaschen von McDonald's haben. Ich habe die noch nie gegessen in meinem Leben, aber irgendwie, irgendwann kam der Spruch mal auf. Außerdem der Tatsache hinzugefügt, dass ich alles, eigentlich alles bei McDonald's nicht so appetitlich finde. Oh, ein guter Big Mac. Ja, ich weiß nicht. Das Einzige bei Mc's, was ich gut finde, ist ein Big Mac. Ich kann irgendwie nicht so viel mit Mc's an sich anfangen, aber naja, das ist jetzt. Ja, aber das eine hat mit dem anderen noch nichts zu tun. Ja, der mag schmecken, aber irgendwie ist mir das alles nicht so. Oh, diese ganzen Mobs, die gehen mir noch alle auf den Zeiger. Ich kann dir nur empfehlen, hau die normalen Mobs weg, weil die geben dir einigermaßen gute Level. Oh, okay. Bei Event würde ich einfach weiterlaufen, weil das ist zu bescheuert? Naja, also wahrscheinlich würdest du es auch schaffen, trotzdem, aber es dauert dann einfach Jahre. Und da ist die Frage, ob sich das dann möglich zeitlich lohnt. Ich denke nicht. Na, ich auch nicht, deswegen. Zeitlich lohnt sich ja schon nicht, dass ich hier rumlaufe wie so ein Blöder. Ja, gut, diese ganze Suchquest lohnt sich zeitlich nicht, das stimmt wohl. Naja, die ist einfach nur. Ich kann meinem Gehirn beim Degenerieren zuhören, praktisch. Und das, ihr auch. Ja, aber. Das hat aber andere Teile. Das hat jetzt nicht unbedingt nur was damit zu tun, dass du SAO spielst. An was soll's denn. Ach so, ja. Die lange Unterhaltung mit dir helfen dabei natürlich auch. Ja, als ob das bei Battlefield jetzt so viel anders wäre. Nein, oder wohl. Ja, siehst du. Auch nicht. Kann gar nicht.
Aber ich muss fairerweise sagen, ich war letztens bei, aber letztens ist auch schon ein bisschen länger her, da war ich bei Burger King. Mhm. Eigentlich relativ geschätzter Burger Fastfood Kette von mir. Da habe ich mir so einen Bacon Kingstar, schieß mich tot, wie auch immer das Viech heißt, geholt. Double Steakhouse? Nein, Bacon Kingstar, habe ich gerade gesagt. Ich komme schon noch ein Double Steakhouse. Naja, wenn du irgendeinen sinnlosen Satz. Ich glaube, der hieß sogar. Ich glaube, der hieß sogar. Ah, okay. Bacon King. So ähnlich. Ich habe von dem noch nicht gehört, deswegen. Der war jetzt auch nicht so knorke, muss ich sagen. Ja, da ist immer die Frage, mit welcher Erwartung man da rangeht. Wenn es viel und warm sein soll, dann ist okay, aber alles andere. Naja, aber ich sag mal, ich kenne so, also mein absolutes Favorite ist halt der Crispy Chicken. Der sieht zwar auch aus wie dahingerotzt, aber der schmeckt wenigstens relativ gut. Und der Bacon Star, also der Bacon King, ich meine, ich sehe das ein Bacon King oder King Basil. Der war halt so, der Bacon, der war nicht wirklich knusprig. Obwohl die ja angeblich immer über, oder obwohl das ja über Flamme gegrillt ist und alles drum und dran und keine Ahnung, irgendwie die Soßen fand ich jetzt nicht so toll auf dem und keine Ahnung, irgendwie war der nicht so ganz, hatte ich mir vom Burger King, wenn ich so mit einem Crispy Chicken oder so oder halt auch mit einem Steakhouse oder so vergleiche, war der nicht so gut, muss ich sagen. Gut, es kann natürlich auch sein, dass der Burgerbrat einfach nur ein Penner war. Ja, okay, aber ja, dann muss ich ja dann. Ja, dann musst du das berücksichtigen bei einer Fastfood-Kette. Ich glaube, also normalerweise muss man ja dazu sagen, die sind ja eigentlich standardisiert. Die machen ja alle immer dasselbe. Naja, deswegen, ja. Aber wenn der Burgerbrater seinen Job nicht beherrscht, finde ich, sollte man das berücksichtigen. Ja, gut, aber das weiß ich ja nicht. Dafür müsste ich ja öfters bei dem essen, ne? Okay, das ist ein Argument. Das ist auch schwer einzuschätzen. Ja, das auch noch nebenbei. Alter, leck mich, ich hab noch nicht einen von diesen verschissenen Teilen gefunden. Also, das wäre so eine Sache, wo ich das Spiel als Privatperson dann eine Woche liegen lassen würde und sage, bist du was? Nächste Woche wieder, aber diese Woche habe ich keinen Bock auf die Scheiße. Ich hab weder einen Questmarker noch schon so Du hast auch keinen Questmarker, du musst einfach nur suchen. Ja, aber was soll der Scheiß? Gebt mir doch zumindest ein grobes. Haben sie ganzes, doch! Du musst ja mal ein verficktes Gebiet! Ja, sag mir doch zumindest, wonach ich Ausschau halten soll. So die sind doch nicht riesengroß. Ja, warum denn? Das Spiel ist doch sogar so einfach, dass du den Questmarker, wenn du in der Nähe bist, sogar noch angezeigt kriegst. Alter, was willst du denn noch mehr? Bei drei verschiedenen Sachen, ja. Oder bei verschiedenen. Ich halte naja, mal mit den Türmen Ausschau. Und wenn ich da dran gehe. Du musst doch in keinen scheiß Turm. Wie bist du darauf gekommen? Ja, weil mir die Türme permanent im Fragezeichen angezeigt werden. Ja, aber wenn du doch an jedem Turm einmal warst und die sagen, da ist nichts, dann guck doch nicht weiter nach Türmen, dann guck doch einfach nochmal. Jetzt nach allem anderen, ja. Ja. Aber wenn das auch nichts bringt, ist das scheiße. Also so, du stellst dich aber auch manchmal gerne an. Das kannst du nicht. Das ist einfach billigster Versuch, die Spielzeit raufzutreiben. Nein, es ist nicht. Ich finde, das ist doch wieder die Diskussion von was du willst. Es ist doch gut, wenn der Spiel nicht genau sagt, such was und dann kriegst du aber angezeigt mit schreienden lauten Suche hier. Das wäre doch Bullshit, weil dann brauchen sie nicht sagen, such was. Ja, die können aber zumindest sagen, such mal Ja, aber das haben sie doch, such im Badett. Und die Gebiete in SEO sind nicht so riesig, wie du sie gerade darstellst. Ich renne gerade seit zwei Folgen durch dieses Scheißgebiet. Ja, vielleicht bist du einfach nur blind. Halb Brunnen, vergesst die Brunnen nicht. Ja. Naja, aber was wäre, aber jetzt mal ernsthaft, das wäre doch unglaublich langweilig, wenn das Spiel den Questmarker für die Map angeht. Warum schreist du eigentlich plötzlich so? Warum bist du so laut geworden? Was soll die Scheiße? Keine Ahnung, liegt an dir. Nö, glaub ich nicht. Nö, glaub das nicht. Du sagst immer, es liegt an mir und nachher liegt es dann doch nicht an mir. Es liegt immer an dir, weil ich bei mir nicht. Deine Mutter liegt an mir. Ja, das ist schön für meine Mutter, aber was habe ich damit zu tun? Weiß ich noch nicht, ich überlege mir was. Wenn sie an dir liegt, ist das, ja, mein Gott, schön. Ja, es war nur Löffelchen. Ja, mein Gott. Das wäre ein sehr gro... Ich sollte meine eigene Mutter nicht diskreditieren. Nicht wirklich. Ja, ich habe auch nichts umgestellt, wie soll es dann an mir liegen? Ja, vielleicht war ich gerade einfach nur lauter. Mein Gott, noch eins!
Dann formuliere ich es anders. Brüll mir nicht ins Mikro, du Pissnecke! Wenn ich dir ins Mikro brüllen will, dann würdest du es nicht hören. Wahrscheinlich. What? Ach, da ist doch ein Hebel, ich Idiot. Den habe ich die ganze Zeit übersehen. Ich kann dir nur sagen, es ist nicht so schwer, wie du es darstellst. Das Nervige ist, schreite ich ja noch nicht mal ab, aber du machst daraus wieder eine Staatsaffäre. Das ist es nicht. Genau genommen habe ich einfach nur gesagt, dass es mir auf den Sack geht. Was ist daran eine Staatsaffäre? Nee. Du hast schon mehr gesagt, es geht dir nur auf den Sack. Stimmt, es geht mir richtig auf den Sack. Verzeihung. Ach ja, wo waren hier die Mantic-Cracks nochmal? Ich glaube, die gucken andere Sendungen. Das glaube ich allerdings auch. Ich möchte fast sagen, das hoffe ich auch. Was kritisierst du gerade unsere eigene Sendung? Ich würde Semantik-Profis diskreditieren, die uns schauen würden. Jetzt muss man dazu hinzufragen, ist ein Deutschlehrer schon ein Profi? Nein, Deutschlehrer ist doch kein Semantik-Profi. Also, nee. Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Dafür wirst du in Anführungsstrichen zu einfach Lehrer als das dergleichen. Nee. Warum das Germanistikstudium ist dasselbe? Das hat nur zusätzlich ja. Pädagogik. Nee, du hast keine Fachausrichtung, aber das ist alles. Ja, und? Das ist so das Wichtige. Ich glaube, dass ein Semantikprofi schon mehr weiß über Semantik als ein Deutschlehrer, oder? Fragen wir anders. Nicht, was ist ein Semantikprofi? Keine Ahnung, also, Doktor, der. Da muss ich einen Schalter. Jetzt mal ohne Scherz. Ich bin durch dieses Gebiet jetzt x-tausend Mal gelaufen. Was ist hier jetzt los? Ich kann dir den Tipp mit Brunnen sagen. Ich kann mich erinnern, dass ich auf irgendeinen scheiß Turm war. Das war eigentlich eine riesengroße Halle, wenn ich mich nicht komplett irre. Also, ne? Stell dich nicht so an. Unten im Brunnen. Wie gesagt, irgendwo war ich auch unter. Ich glaube, hier gibt es auch nur zwei. Oh, ein Gultana-Goldstück gefunden. Ah, du kriegst die also auch von random Loot, was auf der Weltkarte liegt. Und denk dran an, du kriegst denn da nach rechts weg, kriegst du drei Stück. Und in die Festung, wo du vor, weiß nicht, drei oder vier Folgen meintest, mit dem Hebel, der Warnhebel, den hast du nur übersehen. Den an der ersten Tür? Nee, nicht da, wo die Steintafel war. Nee, wo die Gitter sind, da ist an der ersten Tür ist ein Hebel, aber dann kommst du in ein weitläufiges Gebiet und dann habe ich einen Hebel gesucht. Ja. Wie kannst du die übersehen? Die werden sogar angezeigt auf der Minikarte. Das Problem ist, da komme ich nicht hin. Oder da kam ich nicht hin. Gut, das Problem ist natürlich jetzt nicht zu wissen, welchen Hebel du meinst, aber ich bin hier gerade drin und habe. Naja, kein Problem. Es war Problem, tatsächlich in einem Brunnen. Ja, gut, dass ich ja schon. Ich war letztes ja, den Brunnen habe ich, glaube ich, nicht einmal gesehen. Ja gut, das ist dann dein Problem, wenn du den Boden nicht siehst. Das kann dir keiner abnehmen. Das stimmt. Okay. Was soll ich denn? Bob, super. Weißt du, was mich in dieser Festung so richtig nervt? Nein. Ich finde es so dunkel hier drin. Das stimmt alles. Das Braunrot ist jetzt nicht gerade hilfreich, da zu suchen. Das stimmt. Höllenknochen-Amalgam, alles klar. Ist Amalgam nicht für Zahnfüllungen? Nee, das ist nur.
Alter, ich müsste es eigentlich wissen aufgrund meiner Ausbildung, aber ich will jetzt nicht falsch sagen, es ist entweder eine Beschichtung oder eine Legierung. Ja, ich meine, werden daraus nicht Zahnfüllungen gemacht, so? Ja, klar, aber es ist halt jetzt nicht nur für Zahnfüllungen, ne? Aber demnach müsste es ja eigentlich dann eine Legierung sein. Weil du kannst ja eine Beschichtung, du kannst sie just auf der Zahnfüllung anbringen, aber... ach, ist auch wurscht. Ja, genau das habe ich mir auch erinnert. Wobei ich würde Amalgam überhaupt nur benutzt, ist es mittlerweile beim Zahnarzt nicht fast nur noch. Nee, das ist Zahnzement oder wie das heißt, ne? Oder, ja. Oder sowieso Baustahl, keine Ahnung. Hochkarätiger Edelstahl. So, Badett habe ich jetzt, ja. Zeldona-Labor. Gut, eigentlich ist es logisch, weil es gibt nur die 4 Gebiete aktuell für uns. Muss ja neben einem sein. Einer sein. Oder muss nicht, aber sollte dann. Ja, gieriger Folge, Gegner Schädelkommandant. Alter, ja. Wie soll ich einen Gegner mit 161er Ads denn klatschen auf Level 78? 76? Jetzt geht's hier ernsthaft. Blech. Na, ich kann dir auf jeden Fall sagen, in der Festung musst du eine Zwischensequenz triggern und dann musst du nochmal rumlaufen und dann gibt es hier auf einmal Wände, durch die du durchgehen kannst. Ah, also hast du dann nicht so ganz alles gemacht. Na, wahrscheinlich kam ich auch gar nicht so weit. Ja, oder die Zwischensequenz. Ja gut, aber ich bin einfach nur rumgelaufen, also dann entweder, weil du die Quest noch nicht hattest, oder halt, weil du nicht weit genug gelaufen bist mit der Zwischensequenz. Ich habe tatsächlich das erste Schwert geklatscht, was da rumgeiert. Ja, und dann, warum bist du dann nicht mal rechts rumgegangen? Bin ich, aber da kam ich nicht weiter. Ja, aber da bin ich an die Gitterstäbe gekommen, da habe ich eine Zwischensequenz, deswegen sage ich ja, entweder... Und ich war in den Gitterstäben und habe nach dem Schalter gesucht, also... Ja, dann wahrscheinlich Quest. Denke ich auch. Nix vergessen. Bist du ein bisschen erkältet? Nö. Ich rauche zu viel, ich koke zu viel, ich ficke zu viel, hat zu viel Geld. Von mindestens 2 Sachen weiß ich, dass du es nicht tust. 3 mit dem letzten. Mit dem Geld, ja. Bei dem Geld bin ich mir sicher. Warum eigentlich? Vielleicht spiele ich nur. Kann natürlich sein. Wäre Bullshit, aber hey. Ach, mach wie du magst. Solange du mir die 30% abgibst, ist alles gut. Ach, das ist doch hier. Ich sag ja, suchen nervt mich. Das ist das Einzige, warum ich hier ein bisschen wehleidig bin. Ja. Ich hätte es jetzt netter formuliert, aber ich weiß, das ist nicht dein Steckenpferd. Da formulieren, wenn die Wahrheit nicht nett ist. Ah, das heißt nicht, dass man es nicht trotzdem nett formulieren kann. Doch, genau das heißt es. Du rennst ja auch nicht zu deiner Freundin, wenn sie fett geworden ist und sagst, du bist fett geworden. Also du schon wahrscheinlich, aber ich mag meine Hoden an dem Ort, an dem ich sie gelassen habe. An dem du sie gelassen hast? Oder? Ja, an dem sie irgendeiner befestigt hat, also... Weißt du, was mich aktuell richtig nervt? Was jetzt kommt's? Ja, dieses ganze Rumgeheule, Deutschland ist raus, vollkommen unverdient. Nein, wäre es unverdient gewesen, wären wir nicht raus. Also WM, falls die Folge wird ja ein bisschen später ausgestrahlt. Weißt du, was mich nervt? Dass dich alles nervt. Das ist
doof für dich, weil dich ja auch alles nervt, gefühlt. Ja, aber ich also lasse dich raushängen. Tue. Ach! Ach so, ja gut. Ja, das ist jetzt Zwiespalt. Auf gewisse Art und Weise hast du recht, aber... Aber die Musik ist tatsächlich cool hier. Also... Irgendwie ist das gut vertont. Es ist auch in den wenigen Zwischensequenzen gut animiert, ja. Aber vom Allerfeinsten. Also für ein Spiel, wenn ich da so an die Animationen von Far Cry 5 denke oder die Cutscenes deutlich häufiger waren. Gut, war natürlich jetzt nicht im Comic-Stil oder sonst irgendwas, aber die waren nicht mal halb so interessant, meiner Meinung nach. Meiner geschätzten Meinung nach. Wer schätzt denn deine Meinung? Du schätzt sie. Du geringschätzt sie, aber du schätzt sie. Das ist eh so ein paradoxer Ausspruch. Wie schätzt man denn... Naja, ist doch wurscht. Ach, jo. Hä? Boah, was ist an dir? Was ist, ich schätze deine Meinung oder an... Naja, deine Ehrlichkeit, ich schätze deine Ehrlichkeit, also was ist da ein Paradox? Das ist geheuchelt. Nein, Quatsch. Naja, etwas zu... wortwörtlich etwas zu schätzen, ist ja den Wert bestimmen. Ja, und? Ich kann nur den Wert von deiner Meinung bestimmen. Für mich, ja, aber das heißt ja nicht, dass es positiv oder negativ ist. Wenn man aber sagt, ich schätze deine Meinung, ist es ja eigentlich positiv gemeint. Ja, aber deswegen ist der Ausdruck ja trotzdem nicht paradox. Aber zumindest ungenau. Ja, okay, sehr ungenau. Aber ungenau ist ja nicht paradox. Wobei, nee, warum, das ist ja auch nicht ungenau. Es hat sich ja mittlerweile eingebürgert, dass wenn man sagt, ich schätze deine Meinung, dass es eher positiv ist. Ja. Also hat es ja dann nichts mit ungenau zu tun, weil der Jargon nun mal dazu übergegangen ist, zu sagen, dass ich schätze deine Meinung positiv ist. Also es ist eine wertende Positivität. Also es ist ja auch nicht paradox. Außer du gehst natürlich wieder aufgrund des... der Bedeutungen aus, dann ja, okay, aber das tut ja kein Mensch außer dir. Ja, warum machen die Leute das denn bitte nicht? Was ist mit euch? Geschädigtes Pack. Nein, ich liebe euch. Das ist gelogen. Manche. Ich hoffe, ich bin nicht dazu bei. Wie viel Bargeld hast du nicht in den Taschen? Ja. So viel Bargeld würdest du auch nie kriegen. Von mir. Hä, bin ich jetzt blöd? Kann ich hier nicht rein, ne? Ja, war ich nicht. Alter, ich habe nicht den letzten Geist gehabt. Aber auch nur ein Höllenritt. Sprengstoffschlüssel erhalten. Wow. Kann ich jetzt auch mit dir reden? Endlich was zu zerstören, ne? Ah, jetzt kann ich. Oh, jetzt verprügeln wir den Geist. Was sind wir denn für ein Sadistenpack hier? Nicht alle aufgucken und mich jetzt verarschen. Oh, Alter, ich muss aber ganz fairerweise sagen, ne? Weil es so langwierig ist. Es ist ganz schön nervig. Grundsätzlich muss ich fairerweise sagen, finde ich sowas gut. Finde, passt nicht ins Spiel, weil es in dem Spiel nie drin war, bis auch mit DLC 2 jetzt reinkam. Aber ist schon. Das komischste in dem Gebiet ist einfach dieser Mob-Mix. Warum sind das alles
Sind das alles her. Tote, Dämonen, was weiß ich nicht, ne? Ja, vom Level her meine ich jetzt, das ist eigentlich alles. Aber liebe Leute, ihr dürft in der nächsten Folge weiterhören, wie ich mich beschwere. Und Jimmy natürlich auch. Bis dahin würde ich mal sagen, wir sind cool. Mimimi. Mi, mi.